Hallo ihr Lieben, hallo. Okay, also ganz kurz was zu unserer Band. Wir sind die 1, 2, 3, jetzt habe ich schon, quatsche ich schon Blödsinn. Also dein Name ist Dani, ne? So geht das auch los. Also wir sind die Dani Hagen Band. Wir freuen uns sehr, hier bei euch im St. Spiritus auftreten zu dürfen und bedanken uns recht herzlich bei Radio 98.1, beim St. Spiritus und bei dieser tollen Technik, die hier für uns da ist. Ich stelle mal ganz kurz vor, wir haben hier am Bass Arne Tank, wir haben an der Gitarre unseren Horsti und hinten am Schlagzeug haben wir unseren Otto. Ich, meine Wenigkeit, ist am Mikro, um zu singen und ich bin Dani und freue mich auf die paar Minuten, die wir jetzt mit euch verbringen können, auch wenn wir euch jetzt nicht sehen. Auf alle Fälle werdet ihr uns hören und auch wir werden euch für euch singen. So, es geht los, wir spielen einfach. Geht schon los? Wir haben noch gar nicht 14 Uhr. Arne, ist doch egal. Ist noch gar keine Kamera im Anschlag. Geht los. Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Du machtest dich nicht gut als sterbender Schwan. Ich hab versagt als finsterer Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauche jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf den Kissen. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich denn als Staaten? Die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens. Die enden noch wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast nie zu spät, es zu kapieren. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Der erste Titel, Dein ist mein ganzes Herz, für euch. Und als nächstes, meine Lieben, spielen wir für euch Rosenstolz, Liebe ist alles. Hast du nur ein Wort zu sagen, nur ein Gedanke?
denken, dann lass es Liebe sein. Kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben, dann lass es Liebe sein. Sag's mir oder sag es nicht, dreh dich bitte nochmal um und ich seh's in deinem Blick, lass es Liebe sein, lass es Liebe sein. Hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Hast du nur noch eine Frage, die ich nie zu fragen wage, dann lass es Liebe sein. Wenn du gehst, wieder gehst, schau mir nochmal ins Gesicht, sag's mir oder sag es nicht, dreh dich bitte nochmal um und ich seh's in deinem Blick. Lass es Liebe sein, lass es Liebe sein. Das ist alles, was wir brauchen, doch viel mehr als große Worte. Lass das alles hinter dir, fang nochmal von vorne an. Denn Liebe ist alles, Liebe ist alles, Liebe ist alles. Brauchen doch viel mehr als große Worte. Und das alles hinter dir. Fang nochmal von vorne an. Denn Liebe ist alles, Liebe ist alles, Liebe ist alles. Alles, was wir brauchen, lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein. Das war Liebe ist alles von Rosenstolz. Und nur mal ganz kurz zu unserer Band. Wir haben uns gerade erst neu formatiert. Wir hatten eigentlich einen anderen... Was? Wir sind die Computerteile, ja. Wir hatten vorher jemand anderes am Schlagzeug, hatten auch noch einen Keyboarder. Der Keyboarder ist jetzt nicht mehr bei uns und wir haben jetzt jemand am Schlagzeug. Und zwar Otto ist ganz neu bei uns in der Band. Hallo Otto. Und wir haben jetzt gewechselt. Arne hatte vorher Gitarre gespielt. Arne ist jetzt nicht mehr an der Gitarre, Arne ist jetzt am Bass. Und an der Gitarre ist unser Horsti. Danke, dass du da bist, Horsti. Arne natürlich auch. Ach, danke. Und also danke, mit Arne und, ja, mit Arne und mit mir hat alles angefangen. Wir haben uns geschrieben bei Facebook, ne, so war das. Ja. Und er meinte, naja, wenn wir Probe haben, kannst du ja mal rumkommen, vielleicht magst du mal was singen. Und da habe ich gedacht, okay, ja, singen ist gut. Hab was vorbereitet von Nena, glaube ich, und von Rosenstolz, ne? Ja. Ja, genau. Und dann bin ich zur Probe und habe was gesungen und für Arne stand fest, das war okay, wir bilden jetzt eine Band. Wobei das jetzt nicht ganz stimmt, denn der Peter war auch da und wir haben also beide gesagt, sag mal, was versuchen. Wir wollten mit dir nichts Englisches machen, sondern was Deutsches. Ja. Und das ist aus dem Projekt zu unserer damaligen gemeinsamen Hauptband, jetzt immer noch unsere Hauptband, ihr von die Einwegflaschen und dann passte das ganz gut. Wobei, los ging es, weil du bei Facebook so ein Spiel hattest. Ja, genau, das Spiel war es. Wofür bin ich eigentlich vorgesehen und da stand Sängerin. Und dann meinte genau. Ich, komm doch mal vorbei. Vielleicht ja, so war es. Also ja. Ich habe ein Spiel gespielt und dieses Spiel besagte, dass ich quasi eigentlich Sängerin sein sollte. Und daraufhin hat Arne geschrieben, ja, dann komm doch mal vorbei. Also ganz kurz diese Episode aus unserer anfänglichen Bandgeschichte. Jetzt zum nächsten Titel, ein Stück von Annette Lösian, Das Gefühl. Thank you.
schleicht es sich von hinten an und es fragt mich, ob es helfen kann. Es umschmeichelt mich mit Plüsch und Sand und sagt, schau dich mal an. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus und das Leben wird zum Warenhaus. Ich behalt es gleich an. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht gefiel, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur um, schau mich nur mal um. Es beschleicht mich wieder das Gefühl, frag mich leise, was ich wirklich will. Und dann schickt es mich in den April und sagt, haben wir nicht da. Das Gefühl ist wie der letzte Schrei, kaum verschwindet es und geht vorbei. Dann verlacht man es und denkt dabei, ach wie dumm ich doch war. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht. Raus und es zieht mir schon die Schuhe aus. Doch das Leben ist kein Warenhaus, denn es nimmt nicht zurück. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Ziel, das Gefühl steht mir nicht. Ich schau mich nur um, schau mich nur mal um. So, Annette Louisiane. Eins meiner Lieblingsstücke zur damaligen Zeit war auch von Namika, kam gerade raus, Lieblingsmensch. Und dieses Stück möchten wir euch jetzt auch gerne vorspielen. Hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Flöre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah! Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau, pack ich dich ein. Wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Niemand darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis, aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah! Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein.
verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lange her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo, Lieblingsmensch. Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Dankeschön. Okay, jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Titel, der mir sehr viel Freude bereitet, von Silly. Der heißt Bataillon d'Amour. Genau. Ja, zieh dich aus. Geht los. Weiße Küche schwimmt der Nebel durch die kalte Stadt. Er macht die Pflastersteine nass, die Straßen glänzen glatt. Aus meinem Hausflur fällt ein gelber Fetzenlicht. Der holt mir aus der Dunkelheit ein blasses Kindsgesicht. Ich denk, das Mädel kennst du doch, die ist kaum 13 Jahre und flieht schon in die Dämmerung und hat schon Nacht im Haar. Bataillon d'Amour. Bataillon. Jungen Hände streicheln ihre Brust. Ich geh vorbei, mich streift ein warmer Hauch der Luft. Und auf der nassen Haut der Straße, da berühren sich ihre Schatten lautlos und verführen. In die Liebe, wie in ein Labyrinth. Wir können uns nicht wehren, wenn's einfach nur beginnt. Dankeschön. Okay.
Also, jetzt mal ganz kurz ein bisschen was zu meiner Person, wie ich zum Singen gekommen bin. Also, ich habe als Kind angefangen zu singen, aber in der Schule im Chor und dann nachher einfach nur zu Hause. Und immer so, wie ich gerade lustig war. Meine Eltern haben viel Schlager gehört und ich habe dann Schlager gesungen. Habe dann meinen Kopf in die Box gehalten, weil das so schön raushalte und das war ein tolles Gefühl. Und ja, ich habe also immer eigentlich nur zu Hause gesungen oder jetzt halt viel im Kindergarten. Ich bin Erzieherin und das ist so meine Leidenschaft. Also ich liebe das Singen und freue mich natürlich, mit den Jungs zusammen Musik machen zu können, was mir ganz viel Energie gibt neben meinem Sport. Und ja, und zum nächsten Stück, ihr Lieben, wir singen jetzt wieder, oder jetzt kommt wieder ein Stück von Rosenstolz. Gib mir Sonne. Hallo Arne, weißt du noch, als wir angefangen haben? Das ist schon 2,5 Jahre her. Es kann gar nicht hell genug sein. Alle Lichter dieser Welt sollen heute für mich leuchten. Ich werd rausgehen, mich nicht umdrehen. Ich muss weg. Manchmal muss die Liebe schnell gehen, mich überfahren, mich überrollen. Manchmal muss das Leben wehtun, nur wenn's wehtut, ist es gut. Dafür zu gehen, gib mir Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht, all die Farben wieder zurück, verbrenn den Schnee, das Grau muss weg, schenk mir ein bisschen Glück. Wann kommt die Sonne? Kann es denn sein, dass mir gar nichts mehr gelingt? Wann kommt die Sonne? Kannst du nicht sehen, dass ich tief im Schnee Türen ganz weit auf, hab keine Angst, mich zu verbrennen, auch wenn's weh tut, nur was weh tut, ist auch gut. Gib mir Sonne, gib mir Wärme, gib mir Licht, all die Farben wieder zurück, verbrenn den Schnee, das Grau muss weg, schenk mir ein bisschen Glück. Wann kommt die Sonne? Kann es denn sein, dass mir gar tief im Schnee versink. Feier das Leben, feier das Glück, feier uns beide, es kommt alles zurück. Feier die Liebe, feier den Tag, feier uns beide, es ist alles gesagt. Hier kommt die Sonne, hier kommt das Licht, gib mir die Farben, kommen alle zurück. Hier kommt die Sonne, hier kommt das Licht, siehst du die Farben, kommen alle zurück. Ja, okay, also, das waren die ersten Titel. Ich freue mich, dass das so gut klappt. Und wir kommen zum nächsten Titel. Das ist jetzt wieder einer von Amika. Je ne parle pas français. Musik.
keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und male zwei Tassen Kaffee mit dem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Der Staub auf deiner Jeans hat Esprit, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich höre zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr fort. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ziehen an uns vorbei und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Lassie, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Schöne Parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. So, jetzt kommen wir zu einem Titel, den musste ich mir so ein bisschen erkämpfen, weil Arne der Meinung ist, das ist ein Schlager. Für mich ist es kein Schlager. Von Ute Freudenberg, Jugendliebe. Viel Spaß. Große Worte und er küsst.
das war Jugendliebe. Als nächstes ein etwas aktuelleres Stück, was mir sehr zu Herzen gegangen ist und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, das auch mit aufzunehmen. Es spricht mir aus der Seele und aus meinem Leben und das ist ein Titel von Joris, Hey, Hey, Hey. Hatte ich nie eine Wahl, dein impulsives Wesen, manchmal Glück, manchmal Qual. Du gibst dich unbetont einfach, dann wieder so kompliziert. Und so oft ich's auch glaube, werde ich dich nie ganz kapieren. Hey, 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 und egal wie du warst, ohne dich wär ich nicht. Hey, 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 und egal wie du bist, bleibst du das Größte für mich. Hey, 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 und egal wie du wirst, du weißt, ich folge dir blind, denn was mir bleibt, du und ich, ohne dich wär ich nicht. Von viel zu wenig ignoriert, von viel zu wenigen verehrt. Für Lenny warst du ne Bitch, für die meisten kein Wunschkonzert. Für die Mädels kennt die Geschichten von dir. Ich weiß, auch wenn sie's grad glauben, werden sie dich nie ganz kapieren. Hey, 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 und egal wie du warst, ohne dich wär ich nicht. Hey, 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 und egal wie du bist, bleibst du das Größte für mich. Hey, 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 und egal wie du wirst, du weißt, ich folge dir blind, denn was mir bleibt, du und ich, ohne dich wär ich nicht. Viel zu selten wirklich bei dir, geh die Wege zu oft allein. Vermut mein Glück in der Ferne, doch hol es nie wirklich ein. Du bist so unmessbar wertvoll, merken's erst, wenn ich jemand verliert. Du bist so oft gut zu mir, doch Leben, wie bin ich zu dir? Hey, 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 Leben, wie bin ich zu dir? Hey, 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 hey. Und egal wie du warst, ohne dich wär ich nicht. Hey, 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 und egal wie du bist, bleibst du das Größte für mich. Hey, 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 und egal wie du wirst, du weißt, ich folge dir blind, denn was mir bleibt, du und ich, ohne dich wär ich nicht. Hey, hey, hey. Wir kommen zum nächsten Stück, das ist wieder etwas ruhigeres und das ist von Annette Lysian, Das Spiel. Aber jetzt kommt die neue Gitarre ins Spiel. Okay, ja, stimmt. Deswegen müssen wir noch ein bisschen Gitarre warten. Wechseln. Jetzt wird es also wieder halbwegs akustisch, wie wir früher okay. auch mal waren. Ja, nur jetzt gibt es Zeit jetzt zum Quatschen. Jetzt wird es immerhin noch eine halbakustische. Ja, okay. Mit schönen also. Öffnenden Löchern da richtig schöne Gitarre von Epiphone. Okay. Okay, Horst muss jetzt ein bisschen die Gitarre einstellen. Und ja, und bevor wir anfangen, erzähle ich einfach noch mal ein bisschen von uns. Wir treffen uns einmal die Woche, immer mittwochs im Proberaum, um zu proben. Und konnten natürlich jetzt eine ganze Weile nicht proben aufgrund von Corona. Haben dann endlich wieder angefangen und sind total glücklich darüber. Und haben uns natürlich dann auch gefreut, die Anfrage zu bekommen vom Radio 98.1 und dass wir heute hier sein können und spielen können. Also auf den nächsten Titel von Annette Lysian. Musik.
wusstest du einmal was, seit du dich für mich ausgezogen hast, dass du alles schmeißt wegen einer Nacht und alles verlierst, war so nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz, doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus und ich fühl mich taus zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen. Manchmal weinst, weil es dich verletzt, dass es immer mal jemand anderen gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt, dass du dich verliebst, weil du es mit mir tust, dass ich dich hier trifft, hab ich nicht gewusst, es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst, wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts, ich will doch nur spielen. Weil es dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg, dass du fast verbrennst unter meiner Hand. Wenn ich dich berühre, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, tu so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab zu viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts, ich will doch nur spielen. Okay, das war Nat Lysian. Und jetzt eine kleine Herausforderung. Kommt von... Haben wir jetzt irgendwo hier Pyrotechnik? Nee, Pyrotechnik jetzt nicht. Okay, jetzt kommt ein Titel von Rammstein ohne dich. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, der steht so schwarz.
Okay, das war Rammstein mit Ohne dich. Und einen Titel haben wir noch. Und zwar von Schandmaul, Dein Anblick. Dafür müssen jetzt ganz kurz unser Bassist und der Gitarrist wechseln. Eine kurze Gelegenheit, dass ich mal ganz kurz was trinke. Trink mal was. Ja. Sieht schon ganz blass aus. Ohne mich singen, weil ich am Mikrofon vergessen habe. Ach so, ach Gott. Wo hast du denn deine Lautstärke? Okay. Ja. Den Glanz deiner Augen, den lieblichen Mund. Ich malte die Wimpern, die Braue, dein Lächeln, wie ich es erkannte in jener Stund. Von deiner Anmut und Schönheit erzählen. Ich spielte den Reigen der himmlischen Tänze, wie in den Gedanken, die mich seither quälen. Doch weder Bilder noch Klänge noch Wort könnten beschreiben, was an jenem Ort mit mir geschehen, als ich dich gesehen. Du in jener Nacht den Schein hast entfacht. Die Sonne, die Sterne, hinaus in das Nichts. Doch weder Bilder noch Klänge noch Wort könnten beschreiben, was an jenem Ort mit mir geschehen, als ich dich gesehen. Du in jener Nacht den Schein hast entfacht. Die Sonne, die Sterne tragen Kunde von dir. Jeder Lufthauch erzählt mir von dir. Jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich mit. Die Sonne, die Sterne tragen Kunde von dir. Jeder Lufthauch erzählt mir von dir. Jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich mit. Sterne tragen Kunde von dir. Jeder Lufthauch erzählt mir von dir. Jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich Okay, das war's mit der Dani Hagen Band. Am Bass Arne, an der Gitarre Horst und am Schlagzeug Otto.
Und vielen, vielen herzlichen Dank an die Technik. Dankeschön. Ihr hört Radio 98.1. So, da sind wir wieder. Wir sind wieder zurück. Sie haben gerade, oder ihr habt gerade die Dani Hagen Band gehört und gleich wird auch noch jemand dazukommen und mit dem werde ich mich dann nochmal ein bisschen unterhalten, wie sie überhaupt zur Musik gekommen sind und was sie sonst noch dazu bewegt, Musik zu machen. Ja, wie geht es nun eigentlich jetzt weiter, Nils, unser soziale Medienbeauftragter? Naja, als aller nicht. Ich bin eine Bluesband, seit 3 Jahren im Probenraum, aber heute der erste Auftritt. Da kann man relativ großes erwarten. Aha, alles klar, alles klar. Also Nils hat gerade gesagt, falls man es nicht gehört hat, dass jetzt gleich eine Bluesband kommt. Und ich kann euch auch genau sagen, welche Band das ist. Das sind Sons of Griffin, 3 coole Männer. Und die werden dann mit bluesigen Gitarrenriffs mal ein bisschen hier die Bude einheizen, ne? Kann man mal so sagen. Jetzt hatten wir ja doch eher Coversongs, vor allem auch deutsche. Und ja, als nächstes kommen dann eben Blues-Songs. Und wie geht's dir, Nick? Hinter der Kamera? Dem Kameramann geht's auch gut, man sieht's schon. Und unser, ich nenne ihn jetzt mal Aufnahmeleiter, Dennis, steht hier auch noch hier. Ich weiß aber gar nicht, ob du Aufnahmeleiter bist. Bist du's? Ich pass einfach auf alles so ein bisschen. Okay, er passt einfach auf, ob hier auch alles gut läuft, ob Nick die Kamera gut anfasst und ob ich überhaupt in die Kamera rede, nicht wahr? Und hat hier sozusagen den großen Überblick. Großes Dankeschön nochmal an die Jungs, die hier auch hinter den Kulissen arbeiten. Meistens sieht man ja immer doch nur die Künstler oder den Grüß-August wie mich, der hier ist vor der Kamera, sich ein Wolf redet. Und wir hoffen mal, dass einer von der Dani Hagen Band gleich hochkommt, denn wir wollen schließlich weitermachen mit Sons of Griffin. Und schauen wir mal. Was kommt denn eigentlich danach, Dennis? Ach, jetzt. Hier. Das ist so der typische Move. Was kommt eigentlich danach? So, wir haben uns das ja alles sorgfältig aufgeschrieben. Danach kommt Katanga. Roter Sand werden wir heute noch erwarten. Und Eva und die Einwegflaschen. Ja? Und Dr. T wird noch kommen, Taimara, Boogie Trap und zum Schluss dann noch die beiden DJs, Steffen Marquardt und Mark Miller. Und jetzt ist sie da, die Dani von der Dani Hagen Band. Hallo. Hallöchen, du darfst gerne hier rüberkommen. Das ist dein Mikro. Ja. Natürlich vorbildlich mit Hygieneschutz, okay. Nicht wahr? Abstand. Genau, Abstand ist wichtig. So, ihr habt gerade schöne Musik gemacht, aber vor allem Coversongs, oder? Mhm, ja. Wir genau. haben nur Coversongs gemacht. Nur Coversongs gemacht. Ja. War das denn, wie oft habt ihr denn schon gespielt? Also ich habe nämlich gehört, dass es gerade euer erster Auftritt war. Stimmt das? Also in der, so wie wir jetzt gerade als Band existieren, war es der erste Auftritt. Ja. Wir haben schon mal 2 Auftritte gehabt mit einer anderen Zusammensetzung. Also da war noch jemand anderes am Schlagzeug. Ach so. Und Keyboarder hatten wir dabei. Ja. Jetzt haben wir neu seit diesem Jahr unseren Schlagzeuger Otto und an der Gitarre Horst. Das war das allererste Mal für uns. Ach, ne, dafür habt ihr euch aber ganz gut geschlagen. Gut, es klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber... Nein, alles gut. Ich habe in den Kommentaren nämlich gesehen auf unserem Streaming-Portal, dass dass es auf jeden Fall Lob gab für euch. Also die Leute waren sichtlich begeistert von eurer, auch von eurer Musikauswahl, kann man so sagen. Ne? Ja, das freut mich. Ihr habt ja mich. Wirklich querbeet alles gespielt. Genau. Ich habe gehört, Rosenstolz war dabei und was habt ihr noch so gespielt? Na, von Namika haben wir 2 Titel gespielt. Ja. Silly und von Heinz-Rudolf Kunze. Ja, stimmt, das war das und, erste Lied. Ja, das letzte, ja. Das war das erste in Heinz-Rudolf Kunze und als letztes haben wir von Schandmaul ein Stück gespielt und Rammstein auch, da habe ich mich rangetraut. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist alles immer noch, wir treffen uns einmal in der Woche zum Proben und just for fun und wir lieben alle die Musik und machen das halt so für uns und treten auch gerne mal auf und das war heute unsere quasi große Premiere, wir sind das erste Mal aufgetreten, zwar ohne Publikum, aber trotzdem weiß man ja oder man hat im Hinterkopf, okay, da schauen jetzt so und so viele Leute über, weiß ich, die Plattform zu und man hört es ja auch und das war schon ein bisschen aufregend, ja. Und wie war das so ohne Publikum? Weil ihr seid ja wahrscheinlich auch eher mehr so als Partyband unterwegs, oder? Also wir haben Coversongs spielen? Ja, wir haben mal einen Auftritt gehabt im Verein. Da haben wir zu einer Weihnachtsfeier gespielt und gesungen. Und das war schon ein bisschen komisch, aber ich habe mich irgendwie da unten auch sicher gefühlt. Das war schon die Räumlichkeiten sind toll und auch die Leute, die hier für uns da waren, vielen herzlichen Dank nochmal.
Und die Atmosphäre hat einfach gestimmt. Ne? Also, ja, das hat ja. uns hat Spaß gemacht. Ich rede jetzt mal von uns. Ich habe mit den Jungs da gar nicht gesprochen. Also ich gehe mal davon aus, die Jungs hatten auch ihren Spaß. Man hatte zumindest den Eindruck, dass es ihnen auch Spaß gemacht hat. Genau. Das denke ich auch. Naja, und diese Anspannung und dieses Aufgeregtheit, das ist dann unterschwellig auch manchmal mal durchgekommen. Aber, aber unterm Strich, ich bin zufrieden und ich denke mal, die Jungs auch. Na, das ist gut. Wenn man selbst auch zufrieden ist, dann kann man auch beruhigter, sage ich mal, dann nach Hause fahren. Und ich sag mal, ich bin ja selbst auch Musiker und ich kenne das, wenn man nicht aufgeregt ist, ist das eigentlich kein gutes Zeichen, nicht wahr? Genau. Weil wenn man aufgeregt ist, dann klappt der Auftritt dann doch schon besser, weil man dann weniger Fehler macht, nicht wahr? Und gehen wir jetzt aber nochmal zurück zu der Gründung. Wie ist denn die ganze Band eigentlich so entstanden? Also ihr habt euch ja jetzt neu formiert und was war davor? Also wie ist die ganze Band eigentlich gegründet worden? Also ich hatte das vorhin schon mal erzählt, dass ich also quasi bei Facebook so ein Spiel mitgemacht hat, wie man das manchmal so macht. Ich weiß nicht, ob alle machen, aber ich habe es jedenfalls gemacht. Und da ging es darum, was eigentlich meine Berufung ist und da stand Sängerin. Und daraufhin hatte Arne mir geschrieben, ja, also wir proben am Mittwoch um 19 Uhr, komm gerne mal und sing. Ja. So, dann habe ich geschrieben, ja, dann komme ich. Und dann ging das aber alles nur noch privat, also nicht mehr über Facebook, so dass alles lesen konnten, sondern wir haben uns dann privat geschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, also grundsätzlich war das schon immer mein Wunsch zu singen, aber ich hatte nie die Möglichkeit. Also ich habe zu Hause schon immer gesungen und für mich so, aber nie in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, ich stelle mich dem jetzt einfach mal. Ich liebe die Musik und beim Sport, also ich bin zum Beispiel, also ich mache zum Beispiel auch Fitnesskurse schon seit Jahren, schon ewig lange, seit 96, und da singe ich immer. Also meine Leute, wenn die bei mir Sport mitmachen, dann werden die auch akustisch Bescheid von mir. Und die haben eben auch schon ein paar Mal gesagt, vielleicht solltest du mal singen. Und mit Arne hat alles angefangen. Arne hatte mich dann quasi angeschrieben und dann habe ich einfach mal ein paar Titel rausgesucht, wo ich denke, die passen zu mir. Also von Nena ein Stück und von Rosenstolz. Und dann bin ich in den Proberaum gefahren und habe dann für Peter am Schlagzeug und mit Arne zusammen an der Gitarre gesungen. Und für Arne stand fest, ja, das könnte was werden. Ja. Wollen wir uns nicht zusammentun und wollen wir zusammen Musik machen? Und da habe ich gesagt, also wenn ihr das gut findet, ich bin dabei. So. Und dann ging es darum, ja, welchen Namen nehmen wir? Und weil ich aus Hanshagen komme, also deswegen Dani Hagenband, meinte Arne, lass uns doch die Band Dani Hagenband nennen. Oh, ich gedacht, okay, machen wir. Ja. Ja, und dann bin ich zum Copycenter gefahren, Arne hat das Logo entwickelt. Hab dann die T-Shirts drucken lassen und dann haben wir Musik gemacht und haben geprobt und ja. Also es gibt auch Merch, sage ich mal, also Fanartikel, die ihr dann bei euren Konzerten oder so austeilt oder wie? Also das ist jetzt nur für uns, also wir treten dann eben so einheitlich auf, ne? Ah, man sieht es ja auch schon, das T-Shirt DHB, genau. Das ist nicht schlecht, muss man mal sagen. Und hinten dann eben und da steht dann die Auflösung, was es dann heißt. Genau. Und habt ihr auch noch vor, eigene Songs zu schreiben? Weil meistens ist es ja so, man fängt als Coverband an und dann merkt man, aha, vielleicht diese Linie Songs, die haben wir bis jetzt immer gespielt. Und wollen wir uns nicht mal an eigene Songs rantrauen? Ist da vielleicht noch irgendwas zu erwarten? Steht da an der Tür. Also wir hatten schon mal darüber gesprochen. Das Problem ist, also es müsste jemand die Songs schreiben. Ach so. Ich habe einfach keine Zeit. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Gestern wurde ich auch von jemandem angesprochen, der selbst auch hier einen Auftritt hatte oder hat. Und der meinte auch, eigene Songs wären gut. Und ja, ich weiß aber, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Gut, also ich sag mal, ihr seid ja in dieser Formation vielleicht noch ziemlich jung und vielleicht ergibt sich das dann später noch, wenn ihr dann sicherer seid bei der Songauswahl und sagt, ja, das ist unsere Linie, vielleicht gibt es dann irgendwie mal ein paar eigene Songs zu hören. Das wäre auf jeden Fall ganz spannend. Ja, das wäre schön, ja. Oder vielleicht findet sich jemand, der uns Songs schreibt. Ja, ja. Na ja, mal sehen. Also wir sind da ja noch ganz offen und wir sind jetzt erstmal froh, dass wir uns so gefunden haben. Ich habe es ja vergessen zu sagen. Also irgendwann kam dann unser Gitarrist mit ins Boot und auch der Schlagzeuger Otto. Und jetzt sind wir halt so erstmal neu zusammengestellt und machen erstmal so unsere Musik und finden uns auch erstmal und gucken erstmal, wo es nochmal hingeht. Und vielleicht gibt es auch irgendwann eigene Songs. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, da draußen vor dem Bildschirm und an den Radiogeräten. Gibt es denn vielleicht noch näher an andere Auftritte in der Zukunft? Vielleicht beim Autokonzert oder sowas? Habt ihr da schon irgendwie was geplant? Oder bleibt es jetzt erstmal bei dem Auftritt? Also wir haben jetzt erstmal noch gar nichts geplant. Das ist jetzt der Auftritt gewesen, weil aufgrund dieser ganzen schwierigen Situation
konnten wir auch nicht proben und wir haben ja jetzt erst wieder anfangen können, sind wir uns ganz froh drüber. Und dann kam Arne mit dem Angebot, also wir könnten hier auftreten. Und weil ich das immer als für wichtig erachte und die Jungs ja auch, dass man so ein Ziel vor den Augen hat, um auch mal sich zu behaupten, das ist ja auch ganz wichtig, haben wir das angenommen, aber wir haben jetzt noch nichts weiteres geplant, nein. Ja, na gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr hier wart und uns und euch und nee und uns mit eurer schönen Musik beglückt habt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Was macht ihr heute noch so? Meine Mädels vom Sport, die warten alle auf mich. Ach so. Die wollen mit mir jetzt die ganze Sache auswerten und anstoßen und die haben mir seelisch-moralisch beigestanden. Ja, ja. Und da freue ich mich schon ganz doll und ja. Und die Jungs, denke ich mal, mit denen werde ich jetzt aber kurz nochmal reden. Und die werden auch nochmal anstoßen auf den erfolgreichen Auftritt heute. Gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Und jetzt bitte ich erstmal wieder meine Kollegin Mina zu mir. Wir werden jetzt nämlich gerne. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den nächsten Act ansagen. Meine Damen und Herren, das war die Dani Hagen Band und jetzt kommt Mina. Hallo Mina. So, wir haben ja jetzt als nächstes Sons of Griffin. Ja, kannst also du dazu was sagen? Ich bin wirklich gespannt. Also ich habe ja schon mal so auf die Setliste ein Stück schulen können. Oh, und was hast du gesehen? Ich muss sagen, es sieht wirklich spannend aus. Es wird eine ganz andere Richtung. Ja, also, ich habe ja schon gehört, Blues in die Richtung Blues oder so soll es sein. Sons of Griffin? Ja. Metal. Oh, also mir wurde gesagt Blues. Zumindest hat mir Sons hier, of Griffin? Ja. Echt? Ja, nee. Aber vielleicht dann hat Fake News. Nein, Dr. T. Kann das sein, dass du es gerade verwechselst? Das kann sein, dass ich... Ja, ich habe es verwechselt. Entschuldige, das war mein Fehler. Ich habe es gerade verwechselt. Also Sons of Griffin ist eine Metal-Band. Genau. Und jetzt, nachdem es vielleicht ein bisschen ruhiger wieder geworden ist, werden auf jeden Fall wieder die harten Gitarrenriffs ausgepackt. Genau, also jetzt pünktlich zur Kaffeezeit gibt es dann richtig schön Metal auf die Ohren, dass der Kaffee von alleine springt und sich von alleine umrührt. Also wir werden auf jeden Fall die Vibration auf dem Parkett hier wahrscheinlich hören und wünschen euch jetzt viel Spaß bei Sons of Griffin. Nee. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Der Aufnahmeleiter sagt, nein, noch nicht. Genau. die sind Jungs noch am bauen Aufbau, noch auf. Genau. Ja gut, ich sag mal so die ganzen Verstärkerboxen und das dauert. Wie man es bei Metal-Konzerten kennt, bis die Türme da aufgebaut sind, das dauert natürlich seine Zeit. Ja, deswegen, da haben wir uns jetzt ein bisschen verkalkuliert, aber das ist ja nicht schlimm. Nee, wir können ja einfach schon mal ein bisschen weiterquatschen. Ne? Genau, wir können ja einfach noch mal ein bisschen weiterquatschen. Was würde dich denn interessieren? Ich meine, ich kenne ja nur einen Großteil der Bands und KünstlerInnen, die jetzt noch so kommen. Zu welcher Band möchtest du denn gerade was wissen vielleicht? Fangen wir mal so an. Bei Eva und die Einwegflaschen. Also der Name klingt ja auf jeden Fall sehr selbstironisch. kannst du was dazu sagen? Klär mich mal bitte auf. Ja, also Eva und die Einwegflaschen sind halt in Greifswald eigentlich schon recht bekannt. Also sind zumindest, glaube ich, bei jeder Vetteler Musik mit dabei gewesen und auch bei verschiedenen anderen Veranstaltungen. Und also die haben sich im Prinzip eigentlich nur, das war ursprünglich mal als einmaliges Projekt gedacht, dass die sich einmal so zusammengestellt haben, einmal gespielt haben und irgendwie ist es jetzt dabei geblieben. Daher auch irgendwie so dieser Name, so Einwegflaschen. Ich kenne auch nicht die genaue Geschichte dahinter, müssen wir nachher echt im Interview mal nachfragen. Ja, na das machen wir. Genau. Wir werden die Geschichte schon irgendwie rauskitzeln. Ja. Und was ist Lass uns Detektiv spielen. Und was ist Roter Sand? Also Roter Sand. Roter Sand ist ein Song, ich weiß nicht, nee, Rammstein ist ja nicht so deins, ne? Das ist jetzt nicht so meine Musik, genau. Aber ein paar Sachen kennt man doch. Roter Sand ist ein Song von Rammstein. Hätte man sich jetzt auch denken können, aber hey. Nein. Nein, gut. Und zwar stecken da zwei Personen hinter. Ein Mann und eine reizende junge Dame. Und das ist ein Akustik-Rammstein-Cover-Duo. Oh, das wird ja sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Disziplin, Rammstein akustisch zu covern. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant und ich bin gespannt, ob sie das erfolgreich meistern werden. Aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Ja. Und was ist denn, achso, Dr. T haben wir ja gerade aufgeklärt. Das ist die Bluesband und was erwartet uns bei Taimara? Folk. Und Katanga haben wir noch nach Rock, Sons of Metal. Griffin. Also Rock, also es auch geht so, dann, es geht wirklich jetzt rockig durch. Es geht dann also nach Sons of Griffin geht es dann mit Katanga gleich richtig weiter. Richtig mit fetten E-Gitarren-Riffs. Genau, bevor wir dann so zum Abendhüllen um 17 Uhr nochmal so eine ganz kurze, etwas entspannte und wo ich wirklich sagen muss, ich bin wirklich gespannt da drauf. Also ich habe einen Song gehört und war schon so, klingt gut. Klingt aber ich bin gut. Natürlich gespannt, wie halt eben auch der Rest jetzt sein wird.
Also das wird, glaube ich, auch die Band sein, wo ich nachher wirklich da sitze. Und jetzt bin ich gespannt. Das werden wir in 2 Stunden dann definitiv nochmal haben. Genau, Katanga macht so, ja, auch so Rock-Metal, Goth-Metal, glaube ich, die Richtung. Goth-Rock, also Goth-Metal. Also doch ein bisschen andere Metal-Richtung sozusagen, ja. Hm. Genau, dann haben wir Roter Sand, Eva und die Einwegflaschen, die so ein bisschen Rock-Pop bunt gemixt so machen. Yeah. Dr. T mit Blues, Taimara mit Irish Folk und Bluegrass. Und Boogie Trap ist ja Boogie klar. Trap. Boogie Trap. Das darfst du jetzt erklären. Genau, Boogie Trap, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Boogie Trap ist eine Rockabilly-Band und Boogie Trap ist eigentlich dafür bekannt, dass sie das Publikum ja mitreißen mit ihrer Musik. Und mal schauen, wie sie sich hier im St. Spiritus schlagen, ohne Publikum. Wird auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung werden für sie. Aber ich kann Ihnen versprechen, es wird lustig. Sorry, dass ich dir gerade so ins Wort fällt. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Ja. Die waren ja auch beim Radiokonzert. Ja. Ja, also die haben sich super geschlagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hat schon bei den Technikern immer so gesehen. Die wippen mit dem Kopf. Die wippen mit, zum Glück nicht mit dem Fader. Genau, genau. Das wäre sehr amüsant, dann hätten wir hier fast ein DJ-Setup. Ja, DJ-Setup haben wir ja aber später auch noch. Genau, ne? Und zwar Steffen lassen wir es ab 22 Uhr so richtig krachen, also dann, wenn halt so richtig die Partyzeit nochmal losgeht, kommt um 22 Uhr Steffen Marquardt und um 23 Uhr Mark Miller dann zu uns. Und dann können wir so richtig abfeiern. Weißt du was, Walle? Nee. Weißt du, was der Vorteil daran ist? Nee. Man kann tanzen und niemand, also man kann wirklich sämtliche Tanzmoves ausprobieren. Und niemand sieht dich dabei. Und niemand sieht dich dabei. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt unsere Tanzmoves zeigen, übergeben wir an Sons of Griffin nach unten. Let's get past the